Jolene ist 10 Monate alt. Als sie halbjährig wurde, hat ihre Mutter eine Stelle im Pflegeheim Reusspark angetreten. Seither wird sie in der Krippe des Pflegeheims betreut. Für Marina Amahaotu eine ideale Situation. Sie bildet neue Pflegerinnen aus und ist damit eine gesuchte Fachkraft. Trotzdem musste sie um eine Anstellung kämpfen. Hey. Mami, geht jetzt? Ja, sag tschüss, Mami. Ciao, ciao. Ciao, Mami. Es war für mich sehr, sehr schwierig, einen neuen Job zu finden, weil gerade eben mit 50, maximal 60%, die ich mir gesetzt habe, hat mich, ist immer halt, der Grund gekommen, ja, hören Sie, wenn Sie 80% würden arbeiten, wären wir sehr interessiert an Ihnen, aber 50-60% ist einfach zu wenig. Mit dem Pflegeheim Reusspark hat Marina Amahaotu einen Arbeitgeber gefunden, der Rücksicht auf ihre familiäre Situation nimmt. Jetzt betreut sie Pflegerinnen in der Ausbildung und leitet sie in der Praxis an. Würden Arbeitgeber mehr Flexibilität zeigen, könnten sie das Potenzial weiblicher Arbeitskräfte besser nutzen. In der Schweiz arbeiten von 2 Millionen erwerbstätigen Frauen über 1 Million Teilzeit. 221.000 würden gerne mehr arbeiten. Dazu kommen 101.000 Frauen, die zur sogenannten stillen Reserve gezählt werden. Sie sind nicht auf Arbeitssuche, wären aber gerne berufstätig und sind auch verfügbar. Von den insgesamt 332.000 Frauen verfügen 245.000 über einen Lehrabschluss oder eine höhere Ausbildung. Sie sind damit gut qualifiziert für den Arbeitsmarkt. Ich wünsche euch jetzt heute Mittag einen lehrreichen Nachmittag. Fortbildung für die Angestellten. Der Chef des Reusspark, Thomas Peterhans, hat das Pflegezentrum im letzten Jahr erweitert. 50 Stellen musste er neu besetzen und neue Wege gehen, um qualifiziertes Personal zu finden. Konsequent hat er Frauen angesprochen, die zur sogenannten stillen Reserve gezählt werden. Wir haben alle Mitarbeitenden, die in den letzten 10 Jahren bei uns ausgetreten sind, haben wir angeschrieben und haben sie eingeladen zu einer Informationsabend, wo man ihnen aufgezeigt hat, wie der Wiedereinstieg bei uns ermöglicht werden kann. Gleichzeitig wirbt das Unternehmen gezielt mit Anstellungsbedingungen wie verlängertem Mutterschaftsurlaub und Jobsharing, die den Bedürfnissen von Familien entgegenkommen. Lass dir diese Chance nicht entgehen und bewirb dich jetzt. Traumbedingungen für viele Angestellte. Da stellt sich die Frage, ob sich das für das Unternehmen rechnet. Ja, ich kann Ihnen das auf Rappen und Franken kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel nachweisen, dass wir bedeutend mehr Bewerbungen haben. Wir haben viel tiefere Rekrutierungskosten. Und ja, Sie können sich vorstellen, jede Mitarbeiterin, die uns verlässt, kostet zwischen 5 und 10.000 Franken, bis sie wieder da ist. Also können wir eine Kindertagesstätte zum Beispiel, wo uns im Jahr vielleicht 50.000 Franken kostet, haben wir dann relativ schnell finanziert, sodass wir weniger Personalfluktuationen haben. Auch in Branchen, die alles andere als frauentypisch sind, setzt ein Umdenken ein. Claude Werder ist stolz. Sein Unternehmen wurde gerade als familienfreundlich ausgezeichnet. Ein Prädikat, das bei der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften hilft. Jetzt werde ich da eine Sache zulegen, weil wir auch immer ein Problem haben oder wir sehen Probleme auf uns zukommen, dass uns der Nachwuchs fehlt, dass wir gut ausgebildete Leute können zu uns bewegen, zu uns kommen und vor allem dann auch bei uns zu bleiben möglichst lang. Die Werder AG beliefert bekannte Unternehmen wie ABB, Roche, Kaba oder auch Leica. Gleichzeitig steht das mittelständische Unternehmen mit solch großen Namen im Wettbewerb, wenn es um die Arbeitskräfte geht. Werder bietet deswegen 2 Wochen Vaterschaftsurlaub an, flexible Arbeitszeiten, was eine faire Aufgabenverteilung in der Familie ermöglicht. Und für Eltern ein Goldvreneli zur Geburt von jedem Kind. Und vor Hochzeit einfach 100 Gramm Gold, ja. Weil man eben natürlich die Männer in dem Alter, wo sie eine Familie gründen, möchten können motivieren zu uns zu kommen, oder die Guten, die wir haben, dass sie bei uns bleiben. Und wenn die Familie, wenn es daheim gut geht und die Familie zufrieden ist eigentlich und der Vater zufrieden heimkommt, dann haben einfach alle gewonnen. Auch Frauen will Werder für die Männerbranche gewinnen.
Eine Lehrtochter, die sich zur Polymechanikerin ausbilden lässt, soll im Unternehmen kein Einzelfall bleiben. Eigentlich alle Maschinen haben den Computer dran, sind Computer gesteuert. Da geht es um Kopfarbeit, um Vorstellungsvermögen, um Fingerfertigkeit. Die Veränderung, die hat natürlich mit, oder bringt mit sich, dass das Frauen genauso gut können wie Männer. Noch sind Unternehmer in der Minderheit, die so denken wie Claude Werder. Dafür verantwortlich sind auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. An der Universität St. Gallen untersucht Christina Felwe die Arbeitssituation von Frauen. Zentral für den Wiedereinstieg junger Mütter ins Arbeitsleben sind Krippenplätze. Doch die sind in der Schweiz vielfach knapp und teuer. Zudem kosten Krippenplätze mehr, wenn das Einkommen einer Familie steigt, dann also, wenn die Mutter erwerbstätig wird. Wenn ein Paar sich hinsetzt und sagt, gut, machen wir mal wirklich schwarz auf weiß, was verdienst du, was bleibt netto übrig, ist der Anreiz nicht gegeben, wenn man progressive Steuern mit in Betracht zieht, wenn man die Krippenkosten mit in Betracht zieht, die Tatsache, dass Subventionen ab einem gewissen Einkommen eben nicht mehr vorhanden sind, ist der Anreiz nicht gegeben. Eine Chance, dass das Potenzial weiblicher Arbeitskräfte besser genutzt wird, sieht Christina Felwe derzeit nicht. 2014 sind die Rahmenbedingungen so, dass wirklich nur ein Bruchteil der Frauen arbeiten kann. Und ich denke, die Frauen, die arbeiten können, weil sie einen Betreuungsplatz finden, arbeiten tatsächlich schon. Das Pflegeheim Reusspark ist die Ausnahme, nicht die Regel. Sie hat das schon öfters können lernen? Ja. Das war mal gemacht. Das ist täglich. Für Marina Amahautu rechnet sich der Job im Reusspark, weil der Krippenplatz für ihre Tochter zur Hälfte vom Arbeitgeber bezahlt wird. Das zahlt sich am Ende für beide Seiten aus. Ich finde halt, als junge Mutter oder auch als Mutter allgemein hat man viel Motivation, um zu arbeiten. Also ich kann auch von mir so reden. Und ich finde es schade, wenn ich neue Herausforderungen nicht wahrnehmen kann. Nur in Anführungs- und Schlusszeichen, weil ich noch Mami bin. In der Schweiz wird der Mangel an Fachkräften größer werden. Erste KMU wie der Reusspark reagieren nun, indem sie ihre Strukturen anpassen und das Potenzial weiblicher Arbeitskräfte besser nutzen.